Ja, hallo liebe Java-Freunde, ich wollte mal wieder meinen Kanal melden und einfach mal wieder ein neues Update von meiner Java 300 CL geben und dann noch ein kleines Update zu einem Vergaser oder zu dem Vergaser der Java 350, der original von Zhigoff gebaut wurde. Dazu auch später jetzt erstmal die neuesten Sachen, die ich an meiner Java 300 CL gemacht habe. Ich hatte ja schon in einem Video vor längerer Zeit mal gesagt, dass man diese Anzeige, die oben im Tacho, oder die Anzeigen, die im Tacho sind, sehr schlecht sieht. Ich mache die dazu mal an, dass man einfach mal sieht, es ist zwar jetzt so im Dunkeln zu erkennen, okay, dass da irgendwas ist. Das ist zum Beispiel die ABS-Kontrolle, da ist die Leerlaufkontrolle, dann die anderen Kontrollen für Batterie, dann für Fernlicht und auch fürs Motormanagement. Diese Anzeigen sind aber im Fahrbetrieb so gut wie nicht abzulesen. Deswegen hatte ich ja damals schon angefangen, hatte mir zwei LEDs für den Blinker gemacht. Das heißt, das war rechts und links. Und habe gesagt, ich mache noch eine für die Leerlaufkontrolle. Das habe ich jetzt getan. Also die da in der Mitte so stark leuchtet, jetzt mal etwas weniger, ist für die Leerlaufkontrolle gedacht, sodass ich auch bei der Fahrt während Sonneneinstrahlung oder überhaupt während Licht von vorn, Reflexion, was weiß ich auch, dass ich diese Kontrollleuchten sehe, dass wenn ich in der Kreuzung stehe, dass ich sehe, wenn ich den Leerlauf drin habe. Ich mache mal jetzt den Gang rein, also einfach mal, dass man sieht. Ich mache es von Hand. Also man sieht, die Lampe ist aus. Ich mache es jetzt mal so von Hand. Leerlauf. Also das ist geschehen jetzt. Das habe ich jetzt gemacht. Allerdings muss ich dazu sagen, hatte ich mir es leichter vorgestellt, wie es ist oder wie es war, das zu bekommen, dieses Signal. Das ist gar nicht so einfach, weil das in diesem Tacho, der ist ja ein Tacho, der elektronisch funktioniert und dann mit einem großen Stecker gekoppelt ist, der praktisch dann alles vereinigt, was dieser Tacho braucht. Ich habe dann mir aus dem Schaltplan rauslesen gelesen, wo ich dann dieses Signal abgreifen kann. Das ist mir allerdings schwerlich gelungen. Zum Glück hatte ich Hilfe und habe da einen guten Freund in Sachsen-Anhalt, der einen Freund hat, der wiederum Elektriker ist. Und der hat sich mit dieser ganzen Sache auskannte und hat mir gesagt, das geht so gar nicht so einfach, dass man einfach dann LED anschließt und sagt, okay, da kann man jetzt das Signal abgreifen. Das Signal ist zwar oben, wird aber nicht reichen, um diese LED zu bedienen. Deswegen muss man dazu einen Adapter einbauen und ich zeige mal jetzt den Adapter dazu. Das ist dieser Adapter. Und zwar ist das ein sogenannter Elektroniksensor. Da ist die Bezeichnung auch dafür. Diesen Elektroniksensor muss man zwischenschalten, damit man überhaupt dieses Teil betreiben kann. Damit man auch dann dieses Signal abgreift und dann dieses Signal auf die LED auflegen kann. War ein bisschen knifflig, war ein bisschen nicht ganz so einfach, aber am Ende hat es funktioniert. Es ist auch so eine platzfreie Lampe vorne drin, der Sensor braucht auch ein bisschen Platz. Man kriegt es aber hin, es ist machbar. Ist wie gesagt also nicht ganz einfach. Man sollte dann sich auch ein bisschen mit Elektrik auskennen und ein paar elektrische Vorkenntnisse haben, um das dann zu machen. Also wer da Fragen hat, kann mir gerne die Fragen in die Kommentare stellen. Ich kann da auch noch ein paar Tipps dazu geben, aber rein technisch ist es lösbar. Ihr seht es ja, es funktioniert. Und man sieht auch, diese Elektronik dann funktioniert tadellos und auch diese Leerlaufkontrolle ist dann während der Fahrt gut zu erkennen. Man weiß ganz genau in der Kreuzung, wenn man ran ist, okay, jetzt habe ich einen Leerlauf und jetzt bin ich sicher und dann funktioniert das auch. Ja, gut, das ist das eine. Also wie gesagt, das war das letzte Update wieder zu meiner Java 310. Ansonsten bin ich noch ein paar Kilometer gefahren. Also ich hatte jetzt 4316 Kilometer weg. Ist bis dahin tadellos gegangen, hat kein Problem gemacht mit nichts. Und ich denke mal, das wird sich auch so bleiben, wenn da nicht irgendwas ganz Unvorhergesehenes passieren hätte. Ich werde jetzt nächsten Monat wieder eine Rundfahrt durch Thüringen machen mit ein paar Freunden. Da werden wir da, denke ich mal, so 1500 Kilometer zusammenkommen. Ja, das wird die aber, denke ich mal, problemlos schaffen. Jetzt kommen wir zum anderen Problem, was auch viele bewegt. Man muss einfach mal darüber reden, und zwar haben ja viele ihre Javas 350, egal ob 354 oder 360, 361, 362, 634, mühevoll restauriert und aufgearbeitet und haben dann neue Zündanlagen eingebaut, also sprich Farbbezündung elektronisch, haben dann auch viel Geld in Restauration gesteckt, in die Aufarbeitung des Motors, Lackierung, neue Chromteile, jeder weiß, was das alles kostet mittlerweile. Und dann merkt man halt, ja, scheiße, der Vergaser haut nicht hin. Sagen wir hier, diese ganzen Schiko-Vergaser, das sind, die hier liegen alles alte, originale. Trotzdem muss man dazu sagen, das ist Baustand von vor fast 80 Jahren. Die sind teilweise noch im letzten Weltkrieg entwickelt worden. Also,
Das ist natürlich dann mit heute nicht mehr zu vergleichen. Es ist auch oftmals so, dass dann Nachbarvergaser gekauft werden, die zwar genauso aussehen wie die Dinger hier, aber genauso wenig taugen, noch viel weniger, weil diese ganze Nachbarvergaser-Geschichte einfach nur grottenschlecht ist. Es ist einfach nur, auf Deutsch gesagt, richtiger Schrott. Das Geld, das man da investiert, selbst wenn es bis 30, 40 Euro sind, sind einfach Geld, was verbrannt ist, und das Geld ist weg. Es macht überhaupt keinen Sinn, sich dafür irgendwo zu interessieren und überhaupt irgendwo was sowas zu machen. Also es bringt gar nichts. Also entweder man arbeitet hier so einen alten auf und macht den wieder halbwegs gangbar, wobei das dann immer noch alte Technik bleibt. Also muss man eins sehen, man hat einen Motor, hat eine neue Zündung dran, möglichst eine Elektronikzündung, hat alles neu gemacht, hat super Lager drin, hat super Kolben drin, hat wirklich den neuesten Stand der Technik im Motor und hat den alten Vergaser dran. Und der ist immer die Achillesferse des Motors. Also dieser Vergaser ist das schwächste Glied in der Kette und drückt dem Motor den Kragen ab. Ich habe mir überlegt, was man da lösen kann, was man machen kann, habe dann mit langen Arbeiten und Versuchen auch letztendlich ein Vergasersystem kreiert, was ich hier mal vorstellen möchte. Das ist ein sogenannter Nachbauvergaser. Das Grundprinzip ist von Mikuni. Dieser Vergaser ist allerdings von der Firma Paco gemacht. Eigentlich für die Yeti. Die Yeti ist ein Java-Nachbau, wird sicher derjenige, der das schon befasst, wissen. Ich sage es nochmal einfach so für jetzt die Kollegen, die in neuen Geschäft sind, die es nicht wissen. Der ist allerdings für die Java 250 kreiert worden. Wenn man den Zug nimmt, die man zu kaufen gibt, würde an der Java 350 nicht funktionieren. Ich habe diesen Vergaser soweit modifiziert, dass der auch an der Java 350 funktioniert, und er funktioniert wirklich tadellos. Ich biete dieses Umbauset an, auch im Netz, habe davon schon sehr, sehr viele verkauft und bisher nur positive Rückmeldungen bekommen, aber noch keinen einzigen negativen Rückmeldung gehabt. Ich biete das Teil an, man kann es bei mir käuflich erwerben. Ich gebe auch 30 Tage Rückgaberecht. Dazu gibt es eine bebilderte Beschreibung. Die sieht man hier. Und zwar gibt es da eine Erklärung dafür, wie das alles funktioniert, und auch bebildert, wie man was wo machen muss. Dieser Vergaser ist wirklich für die Java das absolute Highlight. Wenn man den Vergaser noch an seine Java baut, glaubt man wirklich, man hat ein neues Motorrad. Es ist unglaublich, was das ausmacht. Eine ordentliche Elektronikzündung und dazu dieses Vergasersystem. Die Nachfrage ist wirklich groß damit. Also man muss wirklich sagen, es ist sehr frequentiert und alle, die es bisher gekauft haben, sind absolut zufrieden damit. Wenn ihr Interesse daran habt, wenn ihr euer Motorrad mit sowas versehen wollt, ihr wollt eine Java fahren, wollt Spaß dran haben, und sagen kann, auch die läuft, die geht, das ist wirklich vom Feinsten, dann könnt ihr mich gerne kontaktieren unter java350.sm@gmail.com. Da kann mich jeder, der Interesse hat, gerne mal kontaktieren. Wir können uns so unterhalten, wie es gehen kann. Dann kann man bei mir auch so ein Vergaserset erwerben. Das ist dann voreingestellt und funktioniert auf jeden Fall. Ich gebe auch Rückgaberecht 30 Tage. Also ich bin da keiner, der irgendwo versucht, jetzt hier irgendjemanden da durchzuziehen. Ich biete das wirklich einweg an, weil ich in der Java-Szene das jetzt mittlerweile so etabliert ist, dass es auch sehr, sehr viele haben möchten und dass es momentan wirklich sehr gefragt ist. Also wenn noch einmal nochmal Interesse haben sollte, gerne mich kontaktieren. Es ist nicht einfach nur, dass ich jetzt das verkaufe, um Geld zu ziehen, sondern ich möchte gerne auch, dass die Leute, die die Java fahren, Freude drin haben. Und wer mich kennt, wer weiß, wie ich bin, der weiß, dass ich das mache aus Spaß und Freude, weil ich für das ganze Thema auch brenne. Ja, was soll ich dazu sagen noch? Also wie gesagt, scheut euch nicht, meldet euch bei mir. Ich kann euch das jederzeit anbieten, das Geschäft, und dann können wir das miteinander aushandeln. Und ich gebe auch dann die entsprechenden Tipps dazu, wie alles funktionieren kann. Der Vergaser ist von mir modifiziert für die 350er Java. Ich erzähle jetzt natürlich nicht, wie ich das modifiziert habe und was ich gemacht habe. Selbstverständlich eine andere Bedüsung drin, aber ist natürlich auch bei anderen Sachen noch mit mehr gemacht. Also ich habe dann auch schon Leute gehabt, die gesagt, das kann ich besser wie du. Die haben den Vergaser so gekauft, haben ihn dran gebaut, und was ist passiert? Sie haben ihre Java festgefahren. Vorsicht. Ja. Also, ich will jetzt hier keinen Stab brechen für die, die das gemacht haben. Im Gegenteil, das ist jeden seine Sache. Wie gesagt, ich biete halt an, weil ich auch dann wirklich lange, lange getestet und probiert habe, bis das soweit gekommen ist, bis es funktioniert hat. Also, nochmal, wer Interesse hat, meldet euch gerne bei mir. Schreibt es in die Kommentare oder meldet mich direkt an. Ihr könnt das, wie gesagt, bei mir erwerben. Und ich gebe auch gerne Tipps dazu, wie man das irgendwo richtig handelt. Das Vergaserset kommt dann zu euch komplett. Das heißt, ihr bekommt zwei neue Stehbolzen dazu von mir, weil die muss man ändern, weil die brauchen noch ein bisschen länger sein.
Ihr kriegt alle Dichtungen dazu. Das heißt, da kommt diese Berlinax-Dichtung und zwei Papierdichtungen dazu. So kriegt das ihr das Set von mir geliefert mit der Bildungsbeschreibung nochmal. Ne? Okay, also ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Dann sage ich mal, bis später irgendwann. Bleibt mir gewogen. Fahrt vorsichtig. Denkt dran, die Saison beginnt erst. Fahrt eure Jawas, genießt sie. Das sind ehrliche Motorräder, das sind die besten der Welt. Also in dem Sinne sage ich mal, alles Gute für euch. Bis später. Dann tschüss, ciao.